Ja, ich möchte ein bisschen was erzählen über den Anlass und den Hintergrund dieses Formats. Also wir haben im Jahr 2020 begonnen, in einem Forschungsprojekt vom BMK beauftragt, der Frage nachzugehen, wie kann man neue Formate für die Beratung von Einfamilienhausbesitzerinnen entwickeln, die das bestehende Angebot ergänzt. Und das Ziel war einfach, mehr Sanierungen letztlich auf den Weg zu bringen. Der Hintergrund, glaube ich, ist den heutigen Zuhörern bekannt. So und so viel, fast 4 Millionen Wohnheiten, von 4 Millionen Wohneinheiten sind 1,45 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser, und die haben einen besonders hohen Energieverbrauch pro Quadratmeter. Ja, die Steuern. Ja. Was sind die Herausforderungen bei der Gemeinde? Die Gemeinde ist zwar rechtlich eigentlich nicht zuständig dafür, dass Eigentümer ihre Einfamilienhäuser sanieren, aber wo wir den großen Schlüssel sehen, die Gemeinden haben oft einen sehr direkten und guten Zugang zu den Besitzerinnen. Und in dem Zusammenhang haben wir zuerst in der Stadtgemeinde Baden nach Formaten gesucht und eigentlich auch im Zusammenhang mit der Pandemie, wo eben sehr große Veranstaltungen, so Infoabende am Abend, dann nicht so beliebt waren bei den Menschen, sind wir eigentlich auch im Zusammenhang mit der Gemeinde auf ein neues Format gekommen, eben, dass man vor Ort beim Einfamilienhaus eine öffentliche Sanierungsberatung durchführt. 2022 haben wir das in Baden und in Kirchheim gemacht. Und 2023, nachdem sich gezeigt hat, dass das ein sehr gutes und erfolgsversprechendes Format ist, durften wir dann im Rahmen von Klimaaktiv Gebäude noch einmal in drei Gemeinden, in Gmunden, Mödling und in Velden, so eine Vorort-Sanierungsberatung pilothaft durchführen. Und seither haben wir auch weitere Gemeinden sozusagen bei der Planung von solchen Vorort-Sanierungsberatungen unterstützt. Ja, die Ziele von diesem Format sind, Bewusstsein zu schaffen für die Sanierung und Heizungsumstellung, natürlich die Steigerung der Sanierungsrate, auch einen Wissenstransfer herzustellen zwischen den sozusagen Besitzerinnen, die oft in der Nachbarschaft sind. Wir haben ja auch diesen Begriff Communities of Praxis immer wieder verwendet. Das heißt, es bilden sich Gruppen, die auch, manchmal ist der Begriff gefallen, eine Schicksalsgemeinschaft sind, weil alle mehr oder weniger vor derselben Aufgabe stehen, dass sie Einfamilienhaus dekarbonisieren möchten. So. Steuerung. Marco, ich würde gerne noch weiterklicken. So, und jetzt, wie dieser Prozessablauf genau ausschaut, da gebe ich jetzt wieder an die Barbara zurück. Danke, Gerhard. Also in der Praxis hat so ausgeschaut, dass wir zuerst mit Gemeindeverantwortlichen Sondierungsgespräche gemacht haben, wie der Status quo ausschaut in der Gemeinde, welche Einfamilienhausbereiche, Siedlungen es überhaupt gibt und wie hier der Bedarf ist, wie auch die Sanierungsrate in den entsprechenden Gebieten ausschaut. Und haben dann den Ablauf und auch den Teilnehmerinnenkreis festgelegt. Die Gemeinde, deren Aufgabe war es dann, einen sanierungswilligen Einfamilienhausbesitzer zu finden, der einerseits bereit und willig ist, zu sanieren und sich auch interessiert in allen Fällen eigentlich, die wir hatten, für eine Heizungsumstellung.
Und im Gegenzug dafür, dass ihm das alles organisiert wird, also eben Energieberater, Beraterin gesucht wird, Termin koordiniert wird, der im Gegenzug dann bereit ist, dass die Gemeinde auf dieses sein Grundstück auch Bürgerinnen und Bürger einladen kann und hier ein öffentlicher Dialog stattfinden kann. Das Finden der Energieberater in lag großteils bei uns. Im Fall von Felden war es bei der Gemeinde. Ansonsten haben wir die gesucht und bereitgestellt. Vor Ort gab es dann zuerst die private Beratung. Das heißt, da konnten die Nachbarinnen, Nachbarn, die Bevölkerung nicht mitgehen, naturgemäß. Da war wirklich Energieberater alleine vor Ort und ist alleine mit den Eigentümerinnen das Haus durchgegangen, von oben bis unten. Wir haben geschaut, als das war dann auch bei uns bei diesen Pilotdurchführungen, dass vorab schon die Unterlagen ausgetauscht werden, Energieausweise und so weiter. Und nach dieser privaten Begehung fand dann eben die öffentliche Beratung statt. Bitte eine Folie weiter. Kannst du selbst Ah, kann ich selber schon einmal klicken anklicken? zum Annehmen, einmal zum Kündigen? Yes, da ist es schon. Und dann fand eben dieser öffentliche Teil statt, wo dann eingetrudelt sind, einerseits Vertreterinnen und Vertreter von der Gemeinde, die sich dafür interessiert haben, für die Informationen, aber auch Nachbarinnen, Nachbarn oder allgemein interessierte Bürgerinnen und Bürger. Und dann sind wir eben direkt vor diesem Objekt die Ergebnisse der Beratung durchgegangen und die Anwesenden konnten auch dann, also sehr unkompliziert, Fragen zu ihren eigenen Gebäuden stellen, um erste Orientierung zu erlangen oder auch eigene Sanierungserfahrungen beisteuern, sodass eigentlich so 1,5 bis 2 Stunden immer ein sehr lebendiger Dialog entstanden ist, wo tatsächlich aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht jede und jeder von allen anderen auch lernen konnte. Und vor allem der Einfamilienhausbesitzer oder die Besitzerin, im Großteil der Fälle waren das eigentlich junge Paare, nicht nur vom professionellen Energieberater etwas mitnehmen konnten, sondern auch jeweils sehr viel mitgenommen haben von den Erfahrungswerten eigentlich der Nachbarn, die sich eingefunden haben, oder auch von den Gemeindevertretern, weil die auch natürlich sehr gut Bescheid wussten über örtliche Gegebenheiten, örtliche Förderungen und Möglichkeiten. Bei Bedarf haben wir dann auch Informationen nachgeliefert zu Förderungen und auch zu Good Practice Beispielen. Genau. Und dann bist wieder du dran. Wie haben wir die Gebiete ausgewählt, gemeinsam mit den Gemeinden? Welche Gebiete waren das, Gerhard? Ja, okay. Das erste sozusagen Pilotprojekt war in der Stadt Baden-Berlin. Da haben wir eben auch sozusagen grundsätzlich überlegt, welches Gebiet ist geeignet. Und die Anforderung war, es sollte eher ein homogenes Gebiet sein, sozusagen eine Einfamilienhaussiedlung. Da waren ungefähr 150 Häuser, alle in ähnlichem Baujahr. Und damit auch viele in vor einer ähnlichen Fragestellung oder vor einer ähnlichen Situation. Und die Themen waren Gebäudehülle, Heizung, die Grundwassernutzung, ja, nein, das ist dort in Baden nicht ganz so einfach mit dem Thermalwasser und der Denkmalschutz. Ja. Ah, es funktioniert. Ja, das nächste Beispiel. Ich gehe so die Beispiele kurz durch, damit Sie auch anhand von Bildern ein bisschen einen Eindruck bekommen. War in Oberösterreich die Gemeinde Kirchheim bei Borchdorf. Da haben wir ausgewählt ein Einfamilienhaus, das in der Gegend auch typisch ist, eher größere Häuser, ein sogenanntes Stockhaus aus den 70er Jahren. Und hier waren die Themen Sanierung und Dekarbonisierungsplan und Ölheizungstausch. Dann die Gemeinde, in der Gemeinde Mödling, da gab es auch sozusagen eine Siedlung, die relativ auch homogen ist aus den 1930er Jahren. Und auch hier wieder sozusagen die Rahmenbedingungen, dass in der Nachbarschaft ähnliche Häuser mit ähnlichen Fragestellungen sind, in diesem Fall Sanierung,
Dekarbonisierung, Dach, Fassaden, Gastherme, Wechsel. Und als viertes Beispiel in der Gemeinde Gmunden, da gab es auch wieder eine Einfamilienhaussiedlung aus den 1960er Jahren. Hier die Themen waren Dämmung, Heizungstausch, auch so in welcher Zeitrahmen, in welcher Reihenfolge sollten die einzelnen Maßnahmen durchgeführt werden und Förderungen. Und beim letzten Beispiel in Felden, ebenfalls wieder eine Einfamilienhaussiedlung, viele Häuser auch aus den 1960er Jahren, wieder die Themen Dämmung, Heizsituation, Ölheizung, Ersatz, welche Optionen gibt es, Wärmepumpen, Pellets, Vergleiche. Ja, das in aller Schnelle sozusagen die Vorstellung der Pilotprojekte und dann gebe ich auch gleich wieder zurück an dich, Barbara. Barbara, du bist stumm? Nur kurz, wie hat denn die Gemeinde die Veranstaltung beworben oder auch die EinfamilienhausbesitzerInnen gesucht? Also im Großteil der Fälle sind die EinfamilienhausbesitzerInnen aus dem bekannten Kreis von Vertretern und Vertreterinnen der Gemeinde rekrutiert worden. Nur Baden hat hier tatsächlich via Plakat, das sieht man ganz links, interessierte Besitzer gesucht. Bei allen anderen, genau, Gmunden, glaube ich, war das auch in der Zeitung oder in einer regionalen Aussendung. Die anderen, da ging es über persönliche Gespräche und Kontakte. Und dann ist eben mit Plakaten auch geworben worden für die Veranstaltung. Aus Datenschutzgründen gab es meistens einen Treffpunkt, der nicht direkt beim Haus war, sondern an irgendeiner Straßenecke, die 3 Minuten entfernt vom Haus war, wo dann eingeladen wurde zu diesem Sanierungsdialog. Das hat auch jeder ein bisschen anders genannt. Also meistens Sanierungsdialog, manchmal Sanierungsberatung, manchmal Sanierungsparty. Da gab es verschiedene Gestaltungen. Und warum wir jetzt das Format nach wie vor zur Anwendung empfehlen, wir finden, es ist sehr niederschwellig, hat einen überschaubaren organisatorischen und zeitlichen Aufwand. Es ist ein günstiges Verhältnis von Ressourceneinsatz, Zeit, Kosten zum Erfolg, nämlich der Entscheidungshilfe für Sanierung und Dekarbonisierung. Was hier jetzt nicht steht, aber was ich subjektiv als großen Gewinn immer erlebt habe bei diesen Veranstaltungen, ist die Beruhigung, die eingetreten ist, weil viele Menschen doch aufs Erste, wenn es heißt, jetzt sofort raus aus Öl und Gas, sich auch natürlicherweise überfordert fühlen und mit einem Energieberater, Energieberaterin und dann auch diesem Dialog, diesem Vergemeinschaften quasi auch der Herausforderung, eine sehr gute Beruhigung eintritt, weil eben dann ein Plan meistens auch vorgeschlagen wird seitens vom Experten. Was ist gescheit zuerst anzugehen und ist also Gas, eine voll funktionierende Ölheizung muss nicht von heute auf morgen rausgerissen werden. Da gibt es quasi einen zeitlichen Horizont und der wird aufgemacht und darüber nachgedacht, wie man sich diese Schritte auch finanziell und investitionsmäßig quasi einteilen kann. Und das hat zu einer unglaublich konstruktiven Atmosphäre einfach auch beigetragen, dieser Dialoge. Wir empfehlen sie auch, weil wir finden, dass dadurch ein Mehrwert entsteht, indem das Wissen vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer genutzt werden kann, wie ich es vorher schon erwähnt habe, dass alle das beitragen, was sie wissen und andererseits auch viel Wissen mitnehmen können. Wir haben auch oft von Gemeindevertretern gehört, super, dass wir jetzt zum Beispiel so gut informiert wurden über Vor- und Nachteile, Wärmepumpe, Pelletsheizung, was in unsere Gegend passt. Also hier einfach auch Wissen über diese Dinge in einer Gemeinde zu
vergemeinschaften, sage ich jetzt wieder. Und natürlich auch das Potenzial hat das Format schon, eben Lerngemeinschaften zu initiieren, wo eben man rennt sich dann wieder über den Weg, die Leute, die dabei waren bei solchen Dialogen, also wenn sie aus der Nachbarschaft sind, man fragt sich dann wieder, und was hast du jetzt wirklich gemacht? Wie hast du dich jetzt wirklich entschieden? Was tust du jetzt? Und so bleibt das quasi im Idealfall nicht die Aufgabe von einem Einzelnen, sondern wird zu einer gemeinsamen oder wird das gemeinsame Aufgabe auch begriffen und dadurch leichter. Genau. So viel mal von unserer Seite jetzt aufs Erste. Und bevor wir in die, ich habe gesehen, es gibt schon eine erste Frage im Chat, die wir aber vielleicht auch gleich mitnehmen können in den Dialog. Und ich würde jetzt bitten, Marco, dass du unsere Gäste highlightest, die Verena Böhringer-Sturmeier, den Michael Ramusch und den Martin Richtatz, die ich jetzt befrage, wie Sie das gefunden haben. Also der Gerhard Bayer und ich haben jetzt unsere Begeisterung oder unsere Pro-Stimmen für das Format kundgetan. Aber wie war das denn jetzt in Gmunden, Velten und Mödling? Super, vielen Dank. Ich stelle nochmal alle Dialogpartner vor. Verena Böhringer-Sturmeier, Klimakoordinatorin der Stadtgemeinde Gmunden. Michael Ramusch. Herr Ramusch, wir haben das jetzt nicht genau abgesprochen. Stimmt das, wenn ich sage Gemeindevorstand und Energiereferent, oder sage ich etwas falsch? Bitte den Ton einschalten. Der Marktgemeinde Velten. Ist Englisch. Schönen guten Morgen, Barbara, Gerhard und guten Morgen an alle. Gemeindevorstand Energie und Baureferent der Gemeinde Velten. Gut, so ist. Dann war es eh fast richtig. Martin Richtatz, viel beschäftigter Energieberater, Planer, gebürtig aus Niederösterreich mit dem Büro in Mödling, der bei zwei Vorortsanierungsberatungen anwesend war, bei der allerersten in Baden und dann letztes Jahr auch in Mödling. Ich möchte gleich einsteigen mit einer Frage an euch, Verena und Michael. Was hat euch denn bewogen, das Format in eurer Gemeinde auszuprobieren, beziehungsweise vielleicht könnt ihr auch ein bisschen etwas von der Ausgangssituation in euren Gemeinden erzählen. Verena, magst du anfangen? Gerne. Also bei uns in Gmunden, wir haben immer sehr viele Anrufe von den Gmunderinnen erhalten, was sie denn jetzt machen können, wann es darum geht, raus aus Öl und Gas und auch wie sie, welche Förderungen es zum Beispiel gibt bei den Sanierungen. Und da haben wir uns eben dann gedacht, dass vielleicht so ein Format sehr interessant sein könnte, weil es dann bei mehrere Personen auf einmal erwischt und man eben ja, vielen Personen gleich Info geben kann. Und wir haben auch in Gmunden, haben wir noch sehr viele Gas- und Ölheizungen. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wie viele wir noch haben, aber wir wissen, es sind sehr viele. Und da ist es natürlich auch, dass man vor allem die Informationen mal rausgibt, wie kann man denn überhaupt da aussteigen. Ja, und wie die Barbara auch erwähnt hat, ist es eben bei sehr vielen Personen ist dann diese Überforderung, was kann man denn als erstes tun? Muss man jetzt wirklich die komplette Heizung rausreißen oder reicht es, wenn man zuerst andere Maßnahmen setzt? Genau, und wir wollten einfach mit diesem Format wollten wir dann auch diese Überwältigung bei den Personen reduzieren, dass die einmal eine erste Information erhalten und wissen, welche Schritte nacheinander zu tun sind. Danke, Verena. Michael Ramusch, warum habt ihr in Velten sehr kurz entschlossen gesagt, ihr probiert das aus mit uns? Ja, grundsätzlich sind wir E5 Gemeinde. Wir sind letztes Jahr rezertifiziert worden fürs 5. E und somit haben wir das Gold, den Gold Award erhalten und waren in bezüglich Energie voll involviert und zwar über 2 Jahre lang. Wir sind eine Gemeinde mit 2 Quadratkilometer, 30 Ortschaften.
und haben aufgrund der Evaluierung der Energieleitlinien, die sich ja in sehr vielen Bereichen ja gliedert, in Raumplanung, Mobilität, Versorgung, Entsorgung etc., dieses AGWR, also das Gebäuderegister, Wohnungsregister, uns angeschaut und sind darauf gekommen, dass wir nicht up to date sind und dass wir natürlich sehr viele Ölheizungen nach wie vor in unserer Gemeinde haben. Grundsätzlich ist aus diesem E5-Team und aus der Rezertifizierung dann auch herausgekommen, dass natürlich wir sehr Bürgerbeteiligungen machen müssen. Das heißt jetzt eine Bürgerbeteiligung, wo wir quasi, wie kommen wir zu den Bürgern? Und das Problem, wo wir das gesehen haben, dass man natürlich bei Postwürfe und bei öffentlichen Veranstaltungen unter Anführungszeichen die Teilnehmerzahl nicht sehr positiv vor. Man hat gemerkt, eigentlich die Jahre 2022 und 2023 sind stagniert bezüglich Heizungsumstellung. Und da wir natürlich mit sehr vielen Energieberatern täglich arbeiten, wirklich täglich, ist es natürlich jetzt perfekt, jetzt von der Ögut, von dir, Barbara und von Gerhard, hat das genau hineingepasst und haben wir gesagt, okay, wir wissen, wir haben eine Siedlung. In die Siedlung, das sind circa 120 Häuser und das sind davon 90% mit Ölheizung. Und dann haben wir gewusst, das würde genau passen und so sind wir eigentlich gestartet. Danke, Michael. Herr Richterz, von Ihrer Seite als Energieberater, wie haben Sie diese beiden Dialoge erlebt oder wie sind Sie da hineingegangen, auch in diese ersten beiden, in die allererste Veranstaltung in Baden und dann in Mödling? Ja, also für mich waren das sehr spannende Beratungen. In Baden war es ja überhaupt das Erste, da haben wir es soweit einmal ein bisschen ausprobiert. Wichtig für mich war, dass ich vorab schon Informationen für das Haus bekommen habe und dann auch mit dem Kunden eine Stunde lang durchgegangen bin, schon so die ersten Dinge angeschaut habe und schon besprochen habe. Aber ich habe es in Baden gerade spannend gefunden, dass man die eigentliche Beratung dann auch schon mit den Leuten gemeinsam gemacht haben. Also dass er nicht vorab schon dieser Block war, nur Beratung mit dem Kunden und danach die Zusammenfassung, sondern beim ersten Teil oder in Baden war es damals so, dass man eigentlich die Beratung schon im Zuge der Situation gehabt haben, wo alle schon dabei waren. Und da haben die Leute zuerst einmal viel zugehört und schon langsam sind dann auch so allgemeine Fragen gekommen und das war sehr, sehr lebendig und sehr gut. Und ich sehe es genau, dass das, was ihr eh auch vorher vorgestellt habt, es ist ein sehr niederschwelliger Einstieg, es ist effizient insofern, weil einfach viele Fragestellungen ja sehr, sehr ähnlich sind. Ja, also von der Gebäudehülle haben wir uns zuerst einmal angeschaut, oberste Geschossdeckendämmung, Außenwanddämmung, Fenstertausch. In dem Fall waren es beides sehr alte Gebäude, 1920 und 1930. Da geht es darum, Kastenfenster sanieren oder austauschen und so weiter. Und das betrifft ja dann viele in dieser Siedlung, weil sie ähnliche Gebäudestrukturen haben. Und das wäre sehr, sehr lebendig. Wir hatten auch das Glück, dass wir schönes Wetter hatten, sind wir da gemütlich im Garten gestanden und gesessen. Und das war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr spannend für mich, ja. Danke, Herr Richterz. Man muss dazu sagen, wer uns einlädt, den Gerhard Bayer und mich, hat quasi eine Schönwettergarantie bei allen Beratungen, was über die Maßen heiß und schön und sonnig. Na, Scherz beiseite. Wieder Frage an euch, Michael und Verena, vielleicht diesmal Michael zuerst. Es hat sich ein bisschen geändert, finde ich, im Laufe der 2 Jahre, wo wir das jetzt ausprobiert haben. Zuerst war das Interesse ja nicht zuletzt aufgrund des Ausbruchs des Kriegs in der Ukraine und den hohen, damit hohen Heizungskosten, auch in Österreich, das Interesse eigentlich sehr groß. Es war dann in Velten, glaube ich, gar nicht so leicht jetzt die Interessierten zu gewinnen. Und wir haben auch gemerkt, beim Ablauf der Fortsanierungsberatung in Velden, das war, glaube ich, die letzte, die wir gemacht haben, letztes Jahr, dass gerade dieses Thema Heizungsumstellung wirklich, also die Leute sehr schwanken zwischen den Optionen, die sie haben. Wie hast du das vor Ort erlebt, Michael, beziehungsweise was hast du vielleicht auch durch diesen Dialog Neues gelernt in Velden? Ja,
Also grundsätzlich habe ich gewusst, ich muss in einen Ortsteil, den ich persönlich kenne. Das war mal mein erster Grundgedanke, weil wir wissen, wenn wir solche Veranstaltungen eben durchführen in der Gemeinde und dann Postwurf hinausgeben, dann interessiert sich relativ wenige. Das heißt, wir haben einen Postwurf gestartet für diese 120 Wohneinheiten oder 120 Häuser. Von diesem Postwurf ist eine Frau gekommen. Die anderen Teilnehmer, die habe ich persönlich angerufen und sie informiert. Man hat gemerkt, dass sie unter Anführungszeichen ein bisschen nicht wissen, was auf sie zukommt, wie läuft es ab, was müssen sie machen. Das heißt, bei uns war ganz wichtig, dass man Vorgespräche führt. Und natürlich, okay, wir treffen uns dort, den kennen wir eh, passt. Das war natürlich super organisiert, das war im Garten, das war alles perfekt. Also das Erste war, wie kriege ich die Leute dorthin? Wir haben 30 Ortschaften, wir haben gesagt, wir machen das heuer weiter. Das heißt jetzt, ich traue mir mit meinem Team das zu, auch vor Ort in dieser Form durchzuführen. Und es ist, glaube ich, natürlich der Aufwand, der ist unter Anführungszeichen relativ gering. Man muss nur die Leute, was man dort kennt, jetzt auch vom Gemeinderat und so weiter, die muss man informieren und sagen, bitte, wir machen das, ruft sie an, erklärt sie ihnen und dadurch kommen die Leute. Also ich sehe da ein bisschen dieses, man muss die Leute dort eben persönlich kennen und dann drauf ansprechen. Grundsätzlich war das eine tolle Erfahrung für alle, weil ja sehr viele durch Eigeninteressen kommen, ist ja klar. Sie haben aber dort erfahren, dass man natürlich auch bei dieser thermischen Sanierung anfängt, gell? Insofern und nicht nur die Ölheizung, die was jetzt 15 oder 20 Jahre alt ist, raushaut und dann eine neue Heizung. Also das war das Positive, wie geht man so eine Sanierung an und das leben wir eigentlich jetzt mit unseren Energieberater, weil wir auch immer Energieberatungen ankündigen und da durchführen. Und da kommen aber auch immer. Wir sind so 9.000 Leute in der Gemeinde Völlen, da sind so 6, 7. Wenn wir eine öffentliche Energieberatung quasi ankündigen, da sind 6, 7 Interessierte da, die was natürlich sich vorinformiert haben und dann natürlich beraten werden. Grundsätzlich, also Fakt ist, wir machen das selber in unserem Team weiter, aber die Leute müssen wir, also man muss aktiv auf die Leute zugehen. Aber darf ich das auch gleich nachfragen, Michael? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass immerhin, weil das hatten wir auch als Frage im Chat, wie viele dann tatsächlich etwas gemacht haben. Und bei euch war es ja so, dass dann zwei Menschen, glaube ich, im Nachfeld die Heizungsumstellung angegangen sind, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, also das heißt jetzt mittlerweile drei. Es dauert ein bisschen eben Zeit. Grundsätzlich, es geht natürlich um die ganze Förderthematik. Die Förderthematik, Bund und Land, wie das Ganze durchgeführt wird und wann das Geld kommt. Weil es gibt sehr viele, die was natürlich das Geld nicht zurzeit haben, zur Bank gehen und sagen, bitte, ich brauche eine Vorfinanzierung für diese Maßnahmen. Ein Einwohner, der die Heizung umstellen wollte, 72 Jahre, hat kein Geld von der Bank bekommen. So, wie immer. Also, das heißt jetzt, man merkt, es wird dann noch gefragt, wie viel muss ich vorfinanzieren, wann bekomme ich das Geld zurück? Beim Bund dauert es 2, 3 Monate, beim Land ab und zu bis zu 1 Jahr. Also, wie gesagt, also diese Thematik, wenn man dann weiter hineingeht, nach dieser vor Ort Besprechung, wo dann der Energieberater, ohne dem geht es überhaupt nichts, du brauchst den Energieberater, dann eben das Ganze dann eben weiter berät und dann mit den ganzen Finanzierungen aufstellt, gibt es auch noch unter Anführungszeichen wieder die abspringen und sagen, na okay, das funktioniert derweil eh noch. Aber wie gesagt, es sind mittlerweile drei eben von die was da eben dabei waren und die Ölheizungen, zweimal Ölheizung und einmal thermische Sanierung von einer Geschossdecke durchführen werden. Das finde ich ist eigentlich eine ziemliche Erfolgsquote. Verena, wie war es Ja. in Gmunden für euch? Wie habt ihr das dann vor Ort erlebt eigentlich? War es so, wie ihr erwartet habt? Waren Überraschungen dabei? Lerneffekte für euch? Also was mich überrascht hat, also es waren eigentlich nicht so viele Einfamilienhausbesitzer, die sich gemeldet haben, dass sie diese Energieberatung in Anspruch nehmen. Also meine Tochter haben eine größere Rückflagge.
Es waren im Endeffekt nur zwei Personen, die vorgekommen wären. Und die Familie, die dann ausgewählt wurde, das war eine junge Familie, die das Haus gekauft hat aus dem, also, genau, das war nicht von vornherein in ihrem Eigentum. Was mich aber dann schon sehr gefreut hat, war direkt bei der Sanierungsparty, wir haben sie Haussanierungsparty genannt, dass da schon sehr viele Nachbarn gekommen sind, die Interesse gezeigt haben. Und es war sehr gesellig. Man ist auch in einen guten Dialog gekommen. Die Nachbarn haben dann auch selber aus Erfahrungen erzählt. Und ich glaube, es war sehr, sehr hilfreich für alle, weil sie einfach gezielte Fragen zu einem eigenen Haus stellen haben können. Beziehungsweise auch anhand von dem Musterhaus ist es erklärt worden, was man jetzt umsetzen kann. Und im Nachhinein, welche Rückmeldungen habt ihr bekommen, Verena, oder was hast du für ein Gefühl, welche Bedarfe gibt es darüber hinaus? Also, wir haben von der Haussanierungsparty selber haben wir sehr positives Feedback erhalten. Also, das heißt, es ist sehr gut angekommen bei den Bürgerinnen. Wir haben allerdings keine Rückmeldung erhalten, ob jetzt der dann wirklich einen Sanierungsschritt getan hat. Wir haben aber in weiterer Folge haben uns dann einige Personen angerufen, die eine Eigentumswohnung zum Beispiel haben und die auch gern eine Sanierungsberatung machen würden, weil natürlich also in einer Eigentumswohnung, Eigentumsgesellschaft ist es sehr schwierig, dass man natürlich Sachen umsetzt, weil man auch die anderen Eigentümer, also das Einverständnis von den anderen Eigentümern braucht. Und da wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn man da irgendwie ein Beratungsformat anbieten könnte für diese Personen, weil die auch mit dieser Situation einfach überfordert sind. Also sie wollen sanieren, aber natürlich die anderen Eigentümer steigen vielleicht dann nicht ein oder ja. Also die Erweiterung des Formats auf den mehrgeschossigen Wohnbau eigentlich und auf Eigentümerinnengemeinschaften, wo wir Genau. eh gemeinsam in Wirklichkeit schon die Stadt, Gemeinde Gmunden und die Ökotonsüberlegungen gemacht haben und das eigentlich sehr gern angehen würden, wo aber aktuell noch ein bisschen die Fördermöglichkeit fehlen. Abschlussrunde mit Ihnen allen dreien, beginnend mit Ihnen, Herrn Richterz. Was raten Sie Gemeinden aktuell? Oder was, also wir haben jetzt eh schon darüber gesprochen, was es einer Gemeinde bringt, sowas auszuprobieren. Was ist aus Ihrer Sicht noch denkbar oder notwendig, damit das Wissen zur Sanierung und Heizungsumstellung mehr in die Breite kommt und Bürgerinnen und Bürger nicht überfordert? Ich denke, dass solche Formate gut passen können, wenn es im Vorhinein entsprechend gute Anmeldungen gibt. Bei den Beratungen in Mödling und Baden waren tatsächlich relativ viele Personen anwesend und das ist dann eben auch ein guter Austausch gewesen. Auch die Vorerfahrung, dass zum Beispiel eben der Nachbar schon die Umstellung auf eine Wärmepumpe gestartet hat und hat da schon davon erzählt und so weiter. Also dieser Austausch, den finde ich gut. Ich glaube, dass das eine gute Variante ist. Ich glaube auch, dass die Gemeinden noch mehr mit den Energieberaterinnen und Energieberatern in der jeweiligen Gemeinde Kontakt aufnehmen können, vielleicht auch gemeinsame Veranstaltungen machen in die Richtung. Also da gibt es schon einen gewissen Austausch, aber ich glaube, das könnte man auch noch mehr pflegen. Das ist wahrscheinlich in jeder Gemeinde auch ein bisschen anders. Ja, aber also an sich in dem Format, ich habe es als sehr positiv erlebt und auch der Connex, dass dann zum Beispiel Vertreterinnen und Vertreter von der Gemeinde selber bei der Beratung anwesend waren, war insofern gut, dass zum Beispiel auch gleich geklärt werden konnte, Tiefenbohrung, ist das da möglich oder nicht, Saubelschutz bei den alten Gebäuden, darf ich eine Photovoltaikanlage drauf machen oder nicht. Und das war relativ gut im Gespräch zwischen Kundinnen und Kunden, den Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde und auch dem Energieberater, dann kommt man relativ schnell auf einen grünen Zweig. Also würde mich freuen, wenn das weiter forciert wird. Danke. Michael, wie geht's? Also, ihr macht es ja jetzt eigentlich weiter, macht genau das, wofür wir werben wollen, nämlich das selbstständig durchzuführen als Gemeinde. Wie geht's ja da jetzt davor? Was ist euer Plan bei den anderen Siedlungsgebieten und Ortsteilen von Velden? Wie macht ihr das jetzt? Gut.
Wenn man natürlich jetzt, wir sind, also wir haben natürlich 30 Ortschaften, wenn man sagt, man macht zwei Ortschaften im Jahr, unter Anführungszeichen, oder drei, dann braucht man natürlich ewig. Wir haben die in den größten Ortschaften sind immer so 1500 Einwohner. Dort werden wir natürlich schauen, dass wir gewisse Veranstaltungen anbieten in diesem Bereich. Das wird es, glaube ich, das heuer im Sommer stattfinden oder vor den Sommerferien, und im Herbst gehen wir dann in eine kleinere Ortschaft weiter. Wir werden es natürlich über das ganze Gemeindegebiet, wenn wir Veranstaltungen jetzt natürlich vorbereiten, über das ganze Gemeindegebiet werden wir quasi einen Postwurf machen. Und dann hoffen, dass halt so viel wie möglich Leute kommen und natürlich unseren gesamten Gemeinderat dazu bewegen, da halt mit den Leuten zu kommunizieren und damit sie zu den Veranstaltungen kommen. Das Wichtigste ist natürlich in der Gemeinde, dass du, das ist bei uns natürlich jetzt auch prädestiniert, weil wir natürlich eine E5-Gemeinde sind. Wir haben eine eigene Energieabteilung. Wir haben grundsätzlich parteipolitisch ziehen wir alle an einen Strang, und dann funktioniert das auch. Das heißt, wir haben uns vorgenommen, dass wir bis 2025 eben diese sechs Veranstaltungen durchführen werden, also bis Ende 2025, und dann somit eigentlich weiter kommunizieren. Und der Schlüssel zum Erfolg ist natürlich auf jeden Fall das E5-Team und natürlich der Energieberater. Aber wie gesagt, wir trauen uns das jetzt locker zu, mit dieser Erfahrung, mit dieser kleinen, unter Anführungszeichen, wirklich überschaubaren Erfahrung, das jedem weiterzumachen. Und da würde natürlich jeder Gemeinde, engagierte Teams und so weiter dazu beraten in dieser Richtung. Also ich bin immer für ein Gespräch oder was gerne bereit, und unsere Erfahrungen weiterzugeben. Vielen Dank, Michael. Dann würde ich jetzt noch gern, weil die eigentlich wollte bei uns auch dabei sein, die Baustadträtin von Mühling, die Theresa Wuborill. Und die war dann so nett, zusammenzuschreiben, warum Mödling das gemacht hat. Ich tue jetzt nur einen Auszug davon kurz vorlesen, warum sie als Baustadträtin mitgemacht hat. Sie schreibt eben, das Konzept klang für uns ansprechend und interessant. Wir haben in Mödling mehrere Krätzl mit ähnlich gearteten Häusern. Thematisch hat das Angebot zu unserem Schwerpunkt der kürzlich beschlossenen baukulturellen Leitlinien gut dazu gepasst. Und natürlich funktioniert so ein Leitlinienumsetzungsprozess umso besser, je eher auch die Bevölkerung mitmacht. Dass das Angebot der Vorortsanierungsberatung für uns kostenlos war, war in Zeiten des Sparens ein Zusatzanreiz. Gut, das können wir jetzt nicht mehr anbieten, aber dafür bieten wir jetzt an, Fragen zu, oder im Moment können wir es nicht anbieten, dafür bieten wir jetzt an, Fragen zu stellen. Marco, kannst du wieder irgendwie das so umdisponieren, dass wir alle sehen und ich sehe, ob es Fragen gibt. Und zwar gerne Fragen stellen an uns alle. Also wir an Michael Ramusch, Verena Büringer-Sturmeier, Martin Richter, an mich. Wenn es Fragen gibt zu diesem Format, Vorschläge, was Sie dazu denken, wie Sie das vielleicht adaptieren würden, wie Sie das jetzt gefunden haben. Ich sehe immerhin 47 Teilnehmer. Wir haben nur einen verloren oder zwei. Sind Fragen da, dann bitte jetzt gerne stellen. Oder auch Zweifel, Kritik. Gibt es das, dass ich keine Hände hochsehe oder gibt es wirklich keine Hände hoch? So. Also vielleicht darf ich noch eine Ergänzung dazu machen. Ja, gerne. Es war dann schon so, dass einige, die teilgenommen haben, dann. So, jetzt haben wir irgendeine Interferenz. Jetzt ist sie weg. Dass einige dann tatsächlich auch eine Energieberatung dann im Nachhinein bei mir in Anspruch genommen haben. Also es hat sich dann der Kreis ein bisschen weitergezogen, und ich weiß auch beim Baden, dass dann einige Projekte auch tatsächlich umgesetzt wurden. Also das war vielleicht haben sie es eh schon vorgehabt, das weiß ich nicht, aber es war vielleicht die Initialzündung, auch eine geförderte Energieberatung in Niederösterreich in Anspruch zu nehmen. Und da war ich bei drei, vier nachher auch dann bei diesem Gebäude.
werden. Also hat sich insofern schon auch vervielfältigt, ja. Ich habe jetzt da die Frage, super Idee, wie kann das auf andere Gemeinden übertragen werden? Finanzierung. Gerhard, magst du dazu was sagen? Ja, also unser Projekt ist ja sozusagen jetzt einmal von den Pilotgemeinden jetzt abgeschlossen. Ja, wir hoffen, dass das im Rahmen anderer Programme auch für die Gemeinden Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Weiß nicht, vielleicht vom Ministerium jemand oder Klimaaktiv, Also ob ich dir was denke mir, angedacht ja. ist oder. Lisi, magst du dazu was Ja, sagen? ich sage ganz kurz was dazu. Also im Rahmen von Klimaaktiv war es jetzt halt ein Pilotprojekt und jetzt ist halt so, jetzt muss man ein bisschen das Interesse einfach auch sammeln und dann in Richtung BMK weiterspielen, wo es vielleicht zusätzliche Finanzierungsquellen gibt. Ich meine, wie, genau, also wie viel, es wurden ja, glaube ich, bisher so zwei oder drei Vor-Ort-Sanierungsberatungen durchgeführt. Also wenn man wüsste sozusagen, dass es konkretes Interesse von weiteren Projekten, Gemeinden oder Regionen gibt, dann werden wir das ganz sicher in Richtung Klimafonds oder BMK weitergeben. Und dann schauen wir einfach, was möglich ist. Sagen wir mal so. Genau, und man muss dazu sagen, dass einige schon das jetzt über Budgets, die sie jetzt haben, Camps oder eben Michael Ramosch, wie finanziert ihr das dann aus dem E5-Topf oder wie macht ihr das? Na, also ich wollte gerade was dazu sagen. Ich meine, es gibt ja, weiß nicht wie viel, ein paar hundert E5-Gemeinden in Österreich. Also bei uns funktioniert es so, wir sind ja bei der KEM, das heißt bei der Klima- und Energiemodellregion in Kärnten. Da gibt es auch mehrere. Und diese Klima- und Energiemodellregionen bieten da ja Energieberatungen in den Gemeinden an. Das heißt, jetzt sind verschiedene Energieberater, die was sich dann zur Verfügung stellen, weil ja natürlich auch der Energieberater ja Interesse hat grundsätzlich. Also bei uns ist jede Energieberatung kostenlos. Das wird vom Land aus gestützt, wenn. Und dann ist natürlich auch im eigenen Interesse des Energieberaters oder Energieberaterin und insofern eben zu beraten und Kunden eben zu lukrieren. Deswegen ist es eigentlich, man muss sich nur als Engagement der Gemeinde jetzt also bezüglich Verwaltung und bezüglich Politik auf einen Strang ziehen und dann eben sowas zu veranstalten. Der Postwurf ist eigentlich das geringste Problem, eigentlich das Budget sollte jede Gemeinde haben und sich dann natürlich auch dann noch richten, einen Postwurf oder sowas für sowas zu investieren. Also es geht mit wenigen Mitteln, wenigen, also der Aufwand ist natürlich schon anreichend, klar, aber vom Geld her siege da überhaupt gar kein Problem, weil bei uns in Kärnten sind die Energieberater und da gibt es 100 unter Anführungszeichen vom Land gestützt und jeder, der was dann einen Auftrag kriegt und der Nummer dann eben öffnen kann, wird dann kann das mit der Landesregierung abrechnen. Also bei uns in Kärnten, glaube ich, ist dann eben das finanzielle Thema nicht so. Man muss halt da Engagement bringen und das halt eben dementsprechend dann von der Politik und auch von der Verwaltung her durchführen. Wir haben zwei weitere Fragen. Und Aber wenn du zwar, magst, könnte ich die erste gleich einmal genau, angehen. also da war die Frage, waren Kosten- und Leistbarkeitsthemen bei den Dialogen, ist vielleicht nicht so einfach, vor den Nachbarinnen über Geldprobleme zu sprechen. Habt ihr da Erfahrungen gemacht? War das die Frage, Gerhard, die du Ja, beantworten wolltest? vielleicht, ja. Also das war ein sehr wichtiger Punkt, den wir uns auch schon im Vorfeld überlegt haben. Bei so einer Energieberatung kommen natürlich auch sehr oft sensible Themen zur Sprache, sei es die Leistbarkeit, wie ist meine finanzielle Situation oder auch die Zukunftspläne von, also kommen ganz banal jetzt gesagt, wie viele Kinder sind, wollt ihr noch ausbauen, das Haus und so weiter. Das sind Dinge, die möchte nicht jeder, jede
vor einer Gruppe erörtern. Das ist vollkommen verständlich. Deswegen gab es auch diese Zweiteilung, diesen ersten privaten Teil, wo man all diese Dinge abklären kann, und den zweiten, den öffentlichen Teil im Garten oder vor dem Haus, wo dann die Eigentümerin all das sagt, was sie möchte. Und was sie nicht möchte, das hat man vorher schon besprochen. Genau. Das beantwortet, glaube ich, auch gleich die letzte Frage. Musste man bei der Beratung auch in die privaten Häuser hineingehen oder fanden die Beratungen nur im Garten statt? Genau, also in die privaten Häuser durfte niemand rein, sondern wir waren immer vor dem Haus. Das nimmt auch gleich die nächste Frage mit. Wurde nur im Freien vor dem Objekt gesprochen oder zum Beispiel auch danach oder davor in einem Saal mit Beamer, Bilder, Fotos oder dergleichen? Genau, also unser Konzept bei diesen fünf Veranstaltungen, die wir da hatten, war, dass wir eben wirklich im Garten oder, also wir haben es ja im Frühling gemacht, nicht in den Wintermonaten, beziehungsweise im Herbst, wo auch noch klar war, die Witterung wird es erlauben, dass man sich im Freien aufhält. Und wir haben ihm gebeten, die Eigentümer dass das eben auf ihrer Terrasse oder Garten stattfinden kann und dass wir auch eine Schlechtwetteroption haben, zum Beispiel die Garage in Velden, wo es dann ein Gasthaus, das Ganze in der Nähe war. Das hätten wir als Option gehabt. Wir haben das aber nie gebraucht, diese Option, weil, wie gesagt, es war immer sehr heiß und sehr sonnig. Und also ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Dialoge ja moderiert und ich finde es wahnsinnig angenehm und praktisch, wenn der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller, nämlich das Objekt, das Haus, so nah ist, dass man direkt hindeuten kann, die Wand greifen kann, weil solche Diskussionen über Sanierung und Heizungsumstellung arten ja sehr dazu auszuarten. Oder tendieren sehr dazu auszuarten. Und dann sind 100.000 Fragen. Es gibt viele Mythen, die im Rahmen dieser Dialoge dann auch bearbeitet werden mussten. Also was weiß denn ich, örtliche Installateure einer Dame zum Beispiel erzählt haben, wenn sie jetzt da Tiefenbohrungen macht oder mit Erdwärme arbeitet, dann wird sie nie wieder einen Garten haben. Oder also verschiedenste Dinge, die man dann ja auch ausräumen muss und da kann man sie dann schon sehr verheddern. Und da ist es super, vor dem Haus zu stehen und immer wieder darauf zurückführen zu können, auf dieses eine Objekt und anhand dieses einen Objekts dann auch einen roten Faden zu haben für diesen Dialog. Etwas, an dem man sich festhalten kann und was dann die Situation auch beruhigt. Genau. Und betreffend dieser Geldgespräche noch, ich habe das eigentlich sehr faszinierend gefunden, wie offen gleichzeitig aber auch einige waren, speziell bei den jungen Paaren, die kein Problem damit hatten zu sagen, wie hoch ihr Budget ist. Jetzt auch vor dem Kreis dann der Eingeladenen. Also zu sagen, unser Budget ist im Moment, was weiß denn ich, 20.000 Euro, 30.000 Euro, das haben wir jetzt, mit dem wollen wir beginnen. Was tun wir jetzt am besten mit dem? Ja, wie gehen wir vor? So, gibt es Ergänzungen aus dem Kreis? Neue Fragen? Anscheinend funktioniert es das nicht, dass man Fragen mündlich stellt. Kann das sein, Marco? Sollte eigentlich funktionieren. Okay. Weil da einmal steht, kann mein Mikro nicht anmachen. Dann bitte gern noch in den Chat schreiben. Sonst sage ich etwas, weil was ich persönlich am spannendsten gefunden oder finde bei solchen Veranstaltungen wie diesen Sanierungsdialogen, ist ja, wie speziell Energieberaterinnen und Energieberater oft Dinge übersetzen, unter Anführungszeichen, in die Sprache der Anwesenden. Und das ist jetzt meine Frage an euch, Verena, Michael und auch Herr Richterz. Eine Energieberaterin, das war eh in Velden, um quasi zu verdeutlichen den Zustand dieses Hauses, hat sie zu dieser Metapher gegriffen, ihr Haus ist wie ein Auto, das 13 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Das war so, oder? Es waren 13 Liter pro 100 Kilometer. Ich bin ja keine Autofahrerin. Auf alle Fälle hat dieser Satz dann sämtliche Anwesenden
glaube, mehr beeindruckt als vieles andere, was gesagt wurde. Und quasi den Sanierungszustand des Hauses unglaublich verdeutlicht für die Anwesenden. Und jetzt Frage an euch Praktiker quasi in den Gemeinden, zuerst Verena und dann Michael. Wie erlebt ihr es? Wie erlebt ihr bei euren Bürgerinnen und Bürgern den Wissensstand im Moment eigentlich? Ja? Wie übersetzt ihr oder habt ihr auch das Gefühl, dass manchmal zu viele Fachbegriffe quasi im öffentlichen Diskurs sind oder vielleicht auch von der Politik manchmal zu viele Fachbegriffe verwendet werden, die viele Menschen gar nicht so verstehen? Oder ist das Wissen eh schon so verbreitet, dass es kein Problem mehr ist? Wie schätzt du das ein, Verena? Ich würde sagen, ganz gemischt. Also Personen, die sich schon sehr viel mit der Sanierung auseinandergesetzt haben oder beziehungsweise schon sehr lange planen, ihr Haus zu sanieren, werden sich verbessern in der Materie verankert sein. Also Personen, die vor dem Anfang stehen und wo das halt wirklich so ein bisschen eine Überforderung ist mit den ganzen Informationen, Förderungen und so weiter. Und deswegen finde ich es auch sehr sinnvoll, wenn man es mal runterbricht, damit jeder weiß, was man eben tun kann und was das ganz genau heißt, wenn man eben sein Haus sanieren muss oder will. Michael. Ja, das war die Energieberaterin, die Edith Jäger, die diesen Satz gesagt hatte. Aber danke nochmal, dass du mich darauf erinnert hast. Also, das war wirklich so, da war kurz einmal still. Aha, man hat mit diesem Satz wirklich umgehen gewusst. Und dann war natürlich die Lauscher aufgestellt und dann hat es natürlich jetzt insofern, waren vielleicht die Eigeninteressen, dass ich halt nur umgekommen, dass ich mehr Ölheizung oder zumindest mehr Heizung umstelle, sondern auch eine thermische Sanierung. Dann hat man über Kältebrücken gesprochen, also quasi über Fenster etc. Also wie gesagt, erfahrene Energieberater oder Beraterinnen sind in diesem Fall sehr, sehr wichtig. Und die Edith in diesem Fall bei uns auch im E5, die in Felden, hat natürlich durch ihre eigenen Sanierungen und natürlich, weil sie sehr erfahren ist, geht es sehr geschickt an. Bei dem wir eben diese Beratung durchführen durften, der war sehr skeptisch, weil er sagt, naja, jetzt werde ich so viel Geld ausgeben, ich muss so viel finanzieren, ich mache das halt lieber unter Anführungszeichen nicht jetzt quasi fürs Protokoll, ich mache es halt privat oder was auch immer, das ist alles viel Geld und so weiter und das mache ich klarweise und ja, also wie gesagt, das Problem ist halt einfach immer noch bezüglich der Förderungen. Wir haben natürlich auch, ich kenne mittlerweile zwei Einfamilienhäuserbesitzer, die ihre Heizung getauscht haben, die nicht gewusst haben, dass es eine Förderung gibt und die im Nachhinein dann dementsprechend das, sofern es möglich war, eingereicht haben. Also man muss einfach hinaus zu dem Bürger und im kleinen Stil und das halt einfach beraten. Der Rest ist dann quasi ja, Eigeninteresse und ja, keine Bringschuld oder unter Anführungszeichen oder auch eine Hohlschuld. Barbara, Er ich würde gern eine Frage behandeln, die uns immer wieder gestellt wurde. Kann dieses Format die klassische Einzelenergieberatung ersetzen? Kann man jetzt sozusagen mit Anschlag gleich 10 beraten? Das wäre schön, aber unser Resümee ist nein, auf keinen Fall. Es ist eher aus meiner Sicht eine Vorstufe zu einer Einzelberatung. Und unsere Erfahrung war, dass so ein Entscheidungsprozess oder Informationsprozess mehrere Stufen braucht bei den Kundinnen sozusagen. Und zwischen diesen Stufen brauchen die Menschen oft eine Zeit zum Nachdenken, zum Überschlafen, zum Sickern lassen, zum in der Familie durchbesprechen, oft einige Wochen, einige Monate, dann kommt der nächste Impuls. Und das wäre sozusagen aus unserer Sicht der erste Anstoß, womit die Leute dann nach Hause gehen und ganz schön lang darüber nachdenken müssen. Und dann in 2, 3 Monaten es zu einer tatsächlichen Einzelberatung kommt, die dann schon viel produktiver ist. Danke. Aber es Gut. gibt eine Gibt es eine weitere? Handmeldung von einem, kann hier Eine. lesen, Herr Anton. Hört man mich? Hört Ja, man man mich? hört sie.
Gut, ich bin ein bisschen erkältet und deswegen tut mir ein bisschen schwer. Aber ihr sprecht es mir alle wirklich aus der Seele. Ich komme ja aus der Hausverwaltung, habe jahrelang Eigentumsobjekte in Wien und in Niederösterreich verwaltet als Verwalter. Bin jetzt mittlerweile auch bei der Energieberatung Niederösterreich tätig. Der Herr Richards kennt mich eh ganz gut, weil ich ihn auch öfter mal einteile für Beratungen. Bin ja von der ENU. Und was ich jetzt festgestellt habe, wir haben jetzt halt mittlerweile auch viel geschafft mit der Einfamilien- und Mehrfamilienhausberatung in Niederösterreich, die wir komplett auf neue Beine gestellt haben, mit einem quasi auch einem Sanierungskonzept mit, wo Peter Hafner und ich mitgearbeitet haben, was wir jetzt auf Schiene gebracht haben, wo wir in Niederösterreich die mehrgeschossigen Häuser mal wirklich sehr schlüssig mit Sanierungskonzepten, wie, Entschuldigung, wie die Hauskomfort beraten können in die Hauskunft, Entschuldigung, die Hauskunft in Wien beraten können, was wir jetzt wirklich noch angenüßen, ältere Personen. Ich habe ja auch im Zuge dieser Hausverwaltungstätigkeit viel mit Eigentumswohnungen zu tun gehabt. Das Publikum in Eigentumswohnungen ist zum einen eher abhängig von ihren Miteigentümern und dann leider auch natürlich in einem höheren Alter, wo sie nichts mehr investieren möchten. Meine Strategie war dann auch eben, wie das mit dem Auto erklärt war, so simpel wie möglich und so langsam wie möglich zu sprechen. Eine Energieberatung für eine junge Person muss komplett anders ablaufen wie für eine ältere Person. Weil es kommt, ist eine andere Kultur, ein anderer Wissensstand, eine andere Denkweise als bei Jungen. Jungen sind zukunftsorientiert. Und wenn sie investieren, machen sie es für sich selbst. Ältere Personen sehen manchmal wirklich, ich lebe nicht mehr lang, es lohnt sich nicht mehr, zahlt sich nicht mehr aus. Und so ist ein Riesen, wie soll man sagen, ein Riesenrückstand an Sanierungen im mehrgeschossigen Wohnhaus dadurch entstanden, weil einfach ältere Personen sich denken, das können die Kinder machen, die Erben machen, das soll jemand anderer machen, ich will nur meine Ruhe, ich will nur in Ruhe wohnen. Und das ist dann der nächste Knackpunkt, den wir dann wahrscheinlich in Angriff nehmen müssen, dass wir auch die Förderungen etwas niederschwelliger ansetzen, nicht Online-Anmeldung hier, Entschuldigung, meine Stimme ist weg heute, Wir Online-Anmeldung hören Sie noch. dort, sondern einfach so auch vielleicht ein Produkt versuchen zu entwerfen, was die älteren Personen abholt, was ihnen es einfach darstellt, es einfach erklärt und auch einen Förderungsprozess begleitet. Gute Idee, vielen Dank. Darf ich noch nach dem Nachnamen fragen, weil wir haben nur Anton eingeblendet. Ja, Melonik, Ah, Herr Melonik. MI-L-L, Danke. genau. Ich bin ja auch ein so ein kleines privates Mitglied der Ja. ÖGUT. Ah, danke, Herr Melonik. Ja. Weil wir jetzt nur die Stimme hatten und auch kein Bild. Das ist eine Ja, spannende Idee. leider krank zu Hause, Ja. deswegen. Sozusagen hier eigene Formate für Ältere zu entwickeln. Wie schätzt ihr das ein? Vielleicht Herr Richterts und dann Verena, nur kurz. Also grundsätzlich haben wir bei den Energieberatungen ja immer alle Altersklassen. Ja, ich sehe es schon so, dass die Beratung vielleicht eine andere ist und dass man weniger auf die Online-Formate oder sonst irgendwas vielleicht Bedacht nimmt. Aber das Interesse an Sanierung und Heizungstausch und so weiter, wir haben ganz viele Beratungen auch von älteren Personen, die etwas machen wollen, die noch etwas machen wollen, damit sie in der Pension entsprechend weniger Heizkosten und so weiter haben. Also das sehe ich, aber man muss halt dann als Energieberaterin oder Energieberater darauf reagieren. Und das ist aber unser täglich Brot. Also ich denke, dass man das auch gut managen kann und auch die technischen Dinge so übersetzen, dass es einfach ankommt. Wichtig ist, dass man eine Struktur hat, dass man eben Gebäudehülle, Heizung, Photovoltaik, Förderung sozusagen unterbringt, schaut, was die Menschen brauchen oder welche Fragen sie haben, aber auch ein bisschen den größeren Bogen spannen, was wäre sinnvoll für die nächsten Schritte zu machen. Aber ich glaube, dass das Interesse auch bei älteren Personen, zumindest bei den Einfamilienhäusern, wo ich so erlebe, gut ist und dass man das ja gute Beratungen in dem Bereich auch machen kann, ja. Darf ich noch kurz?
Ich meinte natürlich auch den Schwerpunkt jetzt mehrgeschossiger Genau, Wohnbauten. mehrgeschossig. Es waren ältere und Übergegangen. mehrgeschossig. Es waren zwei Herausforderungen eigentlich in einem. Verena, du hast es vorher eh angesprochen mit dem mehrgeschossigen Wohnbau. Und dass da schon Menschen zu euch kommen und um Unterstützung bitten. Welche Herausforderungen schildern euch die Menschen im mehrgeschossigen, die in Eigentümergemeinschaften sind? Was bräuchten die? Ja, also es sind vor allem junge Personen im Eigentum, die dann zu uns kommen. Und was sie halt ganz genau schildern, das Problem ist mit der Eigentümerversammlung. Also das heißt, dass sie wirklich alle Eigentümer ins Boot holen, ganz was sanieren wollen, weil es natürlich auch eine Kostenfrage ist. Und da ist halt wirklich dieses Problem, wo sie ansetzen können, dass sie die anderen Eigentümer mit ins Boot holen. Und da wäre natürlich eine Beratung wäre sehr sinnvoll für diese Personen, weil dann wissen die auch natürlich, okay, welche Fördermöglichkeiten gibt es vielleicht im mehrgeschossigen Wohnbau, wo können sie ansetzen, was ist möglich oder was kann überhaupt umgesetzt werden bei ihnen oder was sind die nächsten Schritte dann, was sie umsetzen müssen. Genau. Und eben auch für ältere Personen, also da ist es sicher sinnvoll, wenn man, also wie gesagt, also bei uns haben jetzt weniger ältere Personen angerufen, aber ich sage nur, es wäre sicher sinnvoll, wenn man die ganzen Fördermöglichkeiten und so weiter, wann es dann nicht nur online ist, sondern wann man da irgendwo eine Beratungsstelle hat und hingehen kann. Weil ich kann mir vorstellen, ältere Personen, die gehen gern zu einer Beratungsstelle, wo sie sich direkt beraten lassen und machen es aber eher weniger online. Genau. Genau. Genau, darf ich noch mal kurz, Ja. hallo? Da vielleicht so ein Zwischeneinwurf. Die Caritas in Wiener Neustadt zum Beispiel hat ein interessantes Privatprojekt laufen. Es nennt sich Zettelwirtschaft. Das habe ich mir mal angesehen. Im Prinzip ist es Hilfe bei Behördenwege für Personen, die sich damit überfordert fühlen. Man geht wirklich dorthin als ältere Person oder als einfach eine Person, die sich nicht auskennt. Und es wird Ihnen sozusagen einfach erklärt, jetzt gehen Sie zu dieser Stelle oder Sie melden sich auf dieser Homepage für das an. Sowas könnte man vielleicht mal andenken, ein bisschen auszubauen, dass man eine Art von älteren Leute, eine Art von Barrierefreiheit schafft, was ja zum Beispiel in Deutschland für Homepage und sonstige Anmeldungen ja auch gesetzlich sogar vorgeschrieben ist, nur in Österreich komplett fehlt. Wir haben da keine barrierefreien Homepages in irgendwelchen Verordnungen und Gesetzen. Das ist ein spannendes Ding mit der Zettelwirtschaft. Danke, das kannte ich bislang nicht. Michael, magst du noch was dazu sagen zu dieser Erreichbarkeit von insbesondere Älteren, für die sie oft wirklich eine Zumutung darstellt, noch etwas tun zu sollen, beziehungsweise in Verbindung auch mit mehrgeschossigem Wohnbau? Ist das in Velden überhaupt ein Thema, der mehrgeschossige und Eigentümergemeinschaften? Ja, wir waren ja bei der Vorortsanierungsberatung bei einem mehrgeschossigen Wohnbau und auch waren drüben da eben drei Generationen in diesem Wohnbau. Und natürlich ist genau das ist auch besprochen worden. Das heißt, jetzt im Nachhinein ist es besprochen worden, dass die Älteren sagen, okay, ich will nicht mehr investieren, aber die Jungen. Das heißt, jetzt hat der Zugang natürlich jetzt, sofern es ja hoffentlich noch Junge gibt, also dass man eben noch eine Verwandtschaft hat und so weiter, dass man das natürlich über die Spielgrund von allen, unter Anführungszeichen, Älteren, ich werde nicht mehr viel investieren, ich werde schauen, dass ich über die Runden komme und dann ist das, also das, so haben wir eigentlich das Feedback von unseren Älteren. Wir haben natürlich auch sehr viele ältere Einfamilienhäuserbesitzer, die das Gebäude verkaufen, auf den Markt hauen und dann ist betreute Wohnen gehen. Das merken wir natürlich auch. Also, wie immer, wie man damit umgeht, sie interessieren sich eigentlich unter Anführungszeichen eher so nebensächlich in diese Richtung, weil ja natürlich die Ölheizung noch funktioniert, unter Anführungszeichen die Fenster noch nicht so zirgen und ich eigentlich mit dem Geld über die Runden komme. Also, tun wir es ein bisschen schwieriger in dem Bereich. Genau. Wir haben im Vorfeld, oder das war noch in diesem abgeschlossenen Forschungsprojekt von BMK Sanierungslösungen mit der Gemeinde Obergrafendorf einen Workshop gemacht, wo der
Bürgermeister Handelfinger uns damals erzählt hat, dass sie schon stark quasi auch so arbeiten, dass sie, wenn Ältere komplett alleine und eigentlich überlastet in einem Einfamilienhaus wohnen, quasi schon das Angebot machen, mehr in die Ortsmitte zu ziehen. Ich glaube, sie haben dort in Obergrafendorf dann auch gerade ein Wohnhaus gebaut, damit quasi auch das Einfamilienhaus frei werden könnte für eine junge Familie, die nicht neu bauen muss, sondern dann ein Gebäude saniert und die Älteren den Vorteil haben, dass sie im höheren Alter im Zentrum sind und sehr lange noch selbstständig quasi dann verwegen statt der kurzen Wege nicht so weit haben in die Apotheke zum Arzt und das eigentlich ihr selbstständiges Leben dann auch länger möglich macht. Ja. Also das sind auch Ideen, die in einzelnen Gemeinden quasi umgesetzt werden oder angedacht werden. Wir sind jetzt aber eigentlich schon bald am Ende. Ich sehe jetzt keine Fragen deswegen bedanke ich mich jetzt sehr, sehr herzlich bei Verena Böhringer-Sturmeier, Michael Ramusch und Martin Richterz. Ein virtueller Applaus. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt in der Früh und den Tag mit diesem Webinar mit uns begonnen habt. Und ich würde jetzt noch bitten, Marco, dass du uns die letzte, noch einmal unsere Folie einblendest. Also unsere Präsentation, die letzten beiden Folien. Genau, wo jetzt nochmal eingehe auf mögliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die wir sehen. Und das bezieht sich jetzt eigentlich auf das zuletzt Besprochene und das vom Herrn Milonik Eingebrachte. Wir würden tatsächlich gerne dieses Format transferieren in eine Art öffentliche VoreigentümerInnenversammlungen. Wir glauben, dass das Sinn macht. Wobei das natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller wäre, weil man da vorab auch Potenzialanalysen für die entsprechenden Wohnhausanlagen erstellen müsste, insbesondere hinsichtlich der Optionen zur Umstellung des Heizsystems, mit dem man dann in so eine Eigentümerversammlung geht. Und unsere Idee ist, in Stadtgemeinden das einer Eigentümergemeinschaft quasi anzubieten, das kostenlos für sie zu machen. Und sie muss dann aber Gegenzug bereit sein, eine außerordentliche Eigentümerversammlung quasi öffentlich zu machen, zum Beispiel im Rathaus, sodass auch alle anderen in der Gemeinde die Möglichkeit haben, zuzuhören, weil ja beim mehrgeschossigen Wohnbau ist gleiches wie beim Einfamilienhaus die Optionen, die es dann gibt für insbesondere für die Heizungsumstellung, sind ja dann ähnlich. Ja? Sind ja Häuser, die alle auf gleichem Gebiet stehen. Also wir würden das sehr gerne machen. Hier gibt es eventuell Fördermöglichkeiten, das ist noch nicht so klar, aber Überlegungen, wo das vielleicht dann ab Herbst hineinpassen könnte oder nächstes Jahr. Wir schauen, wir würden das wirklich sehr gerne umsetzen. Und natürlich bräuchte es dann für diesen mehrgeschossigen Wohnbau auch zusätzliche Leistungen bei so einer Veranstaltung, die über die technisch-wirtschaftliche Beratung hinausgehen, nämlich Informationen zu rechtlichen Fragen auch, also Beschlussfassung laut Wohnungseigentumsgesetz. Wie schaut es hier mit den notwendigen Mehrheiten aus? Und ich möchte auch dazu sagen, dass mein Kollege Gerhard Bayer und ich gerade in einem Forschungsprojekt, das in Wien vonstatten geht, hier auch, also insbesondere heuer, sehr damit beschäftigt sind, Workshop-Formate auszuarbeiten für die, also und eine Methodik, die es Eigentümerinnen und Eigentümern erleichtern soll, in einer Gemeinschaft zu einem Entschluss zu kommen. Das ist im Moment noch ein sehr hartes Brett, ein hartes Brot, wie glaube ich alle wissen, die sich in dem Bereich bewegen. Ich persönlich finde es aber wirklich enorm spannend, hier auch durch entsprechende Settings und Moderationsmethoden dazu beizutragen, dass man konstruktiv Lösungen findet. Genau. Und ansonsten möchten wir tatsächlich, kann ich das jetzt bewegen oder nicht? Kann ich da weiterschalten?
Genau. Es gibt, ich tue das jetzt auch gleich in den Chat, eine Beschreibung des Vorgehens bei der Vorortsanierungsberatung, die wir vorgestellt haben, an die man sich gerne halten kann. Ich stelle es ja in den Chat rein, auch diesen Link. Gerne auch uns kontaktieren bei Fragen und ansonsten möchten wir wirklich ermuntern, das selbst auch auszuprobieren. Wo man sich, glaube ich, schon, aber was man nicht zu auf die leichte Schulter nehmen darf und soll, ist die Moderation dann des öffentlichen Teils. Das möchte ich jetzt am Ende auch mitgeben. Da ist schon gut, wenn man sich darauf auch vorbereitet und schaut, dass man eben gut den roten Faden hält und da auch das eben nützt, so wie ich es vorher auch ein paar Mal erwähnt habe, immer wieder rückzuführen auf das konkrete Gebäude, vor dem man steht, damit es auch ein kompakter Dialog bleibt. Gut, dann sind wir am Ende und ich bedanke mich wirklich sehr herzlich für das rege Interesse. Heute ist eigentlich Frühlingsbeginn, oder war der gestern? Gerhard, hilf mir. Ist heute Frühlingsbeginn, 21. März? Ja, ich glaube heute. Oder war er Heute, gestern? Es na, gibt so einen also Unterschied zwischen astronomischen und und kalendarischen meteorologischen oder Frühlingsbeginn. so. Wie immer, also für mich war es eigentlich immer der 21. der Frühlingsbeginn. Insofern wünsche ich herzlich einen sehr schönen Start in den Frühling mit viel Lust und Kraft am Sanieren und Heizungsumstellen und einen schönen Tag, einen restlichen, noch recht langen. Auf Wiedersehen und Wiederhören.